Krammer. Ja, wunderbar. Mit diesem Spruch begrüßen wir euch zur Buschfliegerei. Der zweite Part. Wir stehen in Naivasha. Ikaoko, Taka, NV und ja, wir sind mächtig aufgeschlagen. Ihr seht, das Wetter hat sich nicht gebessert. Und ja, wir machen uns jetzt auf den Weg nach Lanet. Und schauen mal, was uns dort erwartet. Genau. So, Mitte von der Partie wieder Finus. Moin Moin. Und natürlich Kiramba. Der gute Egon. Jo, und da bin ich auch. So, ich bin immer noch erkältet. Soll ich anmachen? Das würde ich vorschlagen und dann darf ich mal den Egon bitten, anzufangen hier. Der Egon wird uns heute geleiten. Ist nicht dein Ernst. Na gut, dann werden wir mal gucken. Der Windsack, was sagt er uns denn? Ich glaube, ich korrigiere mich. Der Windtag, der hängt so doof, da ich beinahe sagen würde, wir starten doch von der anderen, oder? Was haltet ihr davon? Weil normalerweise müsste der Windtag eigentlich in die andere Richtung stehen, so wie ich gerne starten wollte. Macht einen Spruch. Du machst den Spruch. Eigentlich Buschfliegerei ist egal, man startet nach den Wetterbedingungen. Ich würde sagen, wir nehmen den kürzeren Weg zur Startbahn. Der wäre welcher? Nach links weg. Wo wir jetzt gerade stehen, ne? Ja, nach links weg und dann einmal hinten drehen werde ich. Gut, dann mache ich das mal kurz meine Laterne alle an. Ja, Finus Tee ist sehr heiß. Was? THC heiß? Mein Tee ist heiß. Ach so. So habe ich jetzt alle Lampen an, ja, ne? Ja. So, ich hoffe. So, die Nachhöhle, die rennt schon vor, sehe ich gerade. Ja. Dann wird der Finus auch mal starten, ja. So, Finus hat jetzt auch leider kleine Flame. Oh, ich habe gerade, glaube ich, einen so einen komischen Suppentopf geköpft. Ich hoffe, die Indianer. Die sind alle lang, ey. Ich kann auch nicht Auto fahren. Ja, Flugzeug. Warum? Was hast du für ein Problem? Na, ihr fahrt nicht auf der vorgeschriebenen Weg vor. Ach komm, jetzt hör auf. Meinst du, Schneewittchen hat hier irgendwelche Brotkrumen ausgelegt oder was? Ja. Das waren Hänsel und Gretel. Oh, du hast die Pointe gerade nicht verstanden. Nee. Das ist ja doof. Voll geil. Aber wisst ihr, was ich gerade feststelle? Die Mädchen hier haben schon Strom. Obwohl der Buschfunk nicht funktioniert, oder? Eine traurige Nummer. Buschfunk. So. Oder sind die Telefonmasten wieder sind? Also bei mir staubt das hier gerade fürchterlich. Na, Egon, das werde ich jetzt aber zu verhindern wissen. So, Egon, welchen Kurs nehmen wir denn? Na, ich würde gestartet sind? Versuchen wir mal 315 oder so die Richtung. Kurs 315, also entgegengesetzt unserer Startbahn. Mal darum. Kurs 315. So nach Adam Riesling müsste. Müssen wir mal gucken und mal schauen, wenn wir da in der Luft sind, wie wir uns machen. Am besten ist, warte mal, wie rum, nach rechts weggedreht und dann so 315 rund. Mal probieren. So, Finus, was machst du denn jetzt? Ich glaube, zwei auf einer Piste. Dann probieren wir das, dann geht das jetzt los. Flug Nummer 2. Die zwei roten Socken machen Wettrennen, das ist auch nicht schlecht. Ich bin echt gespannt, ob ihr es schafft, hochzukommen. Ich bin auch echt gespannt, ob ich es schaffe. Noch keinen Teststart gemacht? Ja, selbstverständlich, aber... Ich glaube, ich warte erst, bis nach heute in der Luft ist. Zweimal erfolgreich, einmal nicht. Nein. Einmal nicht? Ja, du bist doch schon oben, ne? Ach, nee. Das ist einfach nur... Ich sehe bloß nach heute gerade hüpfen wie ein Weltmeister. So, Finus drängelt sich vor, dann werde ich noch warten. Mach deine Field Quantity am besten erstmal 50. Eigentlich sollte man ja mit voller starten, aber 50 baust du einfach mehr Speed auf. Was, halbe Leistung? Nee, Quantity. Ich wackel so, ich drehe gerade extrem nach rechts weg, warum das? Achso, weil ich schon Steuerkurs halten habe. Und in die Bäume, wunderbar. Ich denke, du fliegst ohne Autopilot. So, Strömungsabriss und runter, sauber. Bist du tot in der Mann? Einmal abgeschmiert. Ey, nein, komm. Nein, ich roll ja noch. Du musst hoch. Ich roll ja noch. Ach, du hast bloß eine Notlandung hingelegt auf Deutsch. Ja, und ich Idiot hab den Autopiloten schon vorher angemacht gehabt. Ich denke, wir fliegen ohne Autopilot. Nee, nur mit Steuerkurs halten, Mann. So, Finus berührt hier die Baumspitzen und ist extrem langsam. Ach, oh, Scheiße. Irgendwie kommt mein Nobelhobel hier gar nicht auf. Das ist extrem schwierig. Oh, das geht hier auf und ab, das ist eine Achterbahn, ich glaube. Also mit einer 737 bräuchtest du Kotztüten ohne Ende. Ich muss nochmal neu starten. Oh, nee. Den FS6 oder den Flieger? Nein, den Flieger.
Ey, ich hab's geschafft. Bin ich in der Luft? Bin ich in der Luft? Fliege ich schon? Ja. Schnell Fahrwerk einfahren, klappen aus, damit wir auf Geschwindigkeit kommen. Seitenfinus, du fliegst auch? Ja, ja, ich bin gerade so über die Bäume hinweg, ey. Das war aber eine knappe Sache. Ey, ich sehe hier keinen einzigen Baum dabei. Ich muss mal unbedingt meine Grafik verbessern. Entweder das oder du musst die Szenerie nochmal installieren. Nee, die Szenerie ist da. Ich denke mal, ihr habt da auch den Laternenmaske. Es gab nicht, dem ich gestanden habe, oder? Ja. Habt ihr den gesehen, den Fahnenmast? Ja. Ja, der muss ich meine Szenerie bloß ein bisschen erhöhen. Dann habe ich, weil ich das alles bei mir auf Minimum habe, dann muss ich das mal höher nehmen. Weil normalerweise, ich sehe ja Bäume, so ist es nicht, aber eben nicht jetzt das volle Programm an Bäumchen. So, Kurs, was hat man gesagt? 3,15. So, nachher, wie sieht's aus? Ich versuche gerade mein Glück. Kurs halten. Verdammt, ich hab das in die falsche Richtung gedreht, stell ich gerade fest. So, auch Nacheule ist wieder on air. So. Ja, für mich ist es ganz knapp. Ganz knapp, das war ein Zentimeter Arbeit, war das. Ich sag mal Millimeter weniger und ich wäre aufgeschlagen. Also, ich fliege jetzt Kurs 300. Ungefähr 315, müssen wir mal gucken. So, Autopilot, jetzt mache ich auch mal Kurs halten rein. 315, sagt ihr? Ja, ungefähr, so Pi mal Däumchen. Oh, den muss ich aber drehen, ey. Oh, 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 oh! Bist du abgeschmiert? Ja, meine Trommel hat gerade versagt, verdammte Scheiße. Heute ist auch wieder... Aber ey, heute wieder an mit schönen 4 Frames. Dreht mal bitte 2-3 Runden über den Flugplatz, ich komme gleich zurück. Oh, ich, Mann, muss, wie gesagt, kurzzeitig mal neu starten. Das ist aber kein Problem. Weil dann nutze ich auch gleich im Moment meine Szenerie ein wenig zu erhöhen. Ich finde, man kommt, es dauert zu lange. Nee, dann geht der ruckzuck jetzt hier. Ja, ist okay. Szenerie ist aber relativ hoch bei mir. Ich stoppe. Ja. So bist du durch, sehe ich kein bisschen. Ich bin hinter dir. Achso. So, ich hab ein Frame, ist das zu fassen? Ein Frame? Das kann man keinem anbieten, ja, wirklich. Finster Wald, würde ich sagen. Du hast ein Standbild. Standbild. 2, 3, 8, 7. Das schwankt zwischen 1 und 8. Ich fliege jetzt bei dir. Das ist doch scheiße, das kann man doch keinem anbieten. Das ist auch extrem bewölkt. Was haltet ihr davon, wenn wir mal ganz kurz in den Wolken durchfliegen? Das wäre auch geil. Na, weißt du, wie hoch die Wolken sind? Dass man sagt, über die Wolken. Ja, was ist damit? Ist aber nicht mehr Buschfliegerei. Nee, ja. Eigentlich nicht, nee. Buschfliegerei ist, wohin dich die Wolken tragen. Die Wolken tragen uns in die Wolken. So, gut, ich klinke mich ein, starte direkt auf 36 und fliege dann direkt euren Kurs hinterher. Na, du musst ja, wie gesagt, dann erstmal wieder schön geradeaus fahren. Ne, ich starte gleich voll durch, gleich durch die Büsche durch, mal gucken, wie sich das macht. Halt, Buschfliegerei! Nach Eule saß doch immer wieder, es ist doch Buschfliegerei. Ah ja, was stimmt. Gut, ich bin gleich wieder am Start. Er lädt schnell. Ey, das ist doch hier echt zum Abbrechen. Ja, es tut mir leid, ob es euch jetzt Spaß macht zuzuschauen, kann ich nicht irgendwie nachvollziehen. Es ist auch gerade extrem schwierig hier, Turbulenzen, Frames, scheiße. Obwohl, meine Frames sind ja ganz okay. Ich habe gerade die Einstellung verringert. Ich. Und, ja, die Festplatte ist auch noch ziemlich leer. Habe ich nochmal nachgeschaut. Das geht einfach nicht, jetzt stürze ich gleich ab. Das ist echt schlimm. Ja, also ich fliege jetzt einfach mal, ne? Mal gucken, wie weit ich komme. Wahrscheinlich ja, wo bist du denn, Finus? Bin schon weg. So, bin da ich gerade... Nee. Ich habe ja gemerkt, dass ich hier Probleme hatte mit dem Fliegen. Habe ich erst mir einfach mal gedacht, ich bin mal mutig. Und werde mal in der Luft, in der Nähe des Horstes starten. Mal schauen, wie weit ich von dir entfernt bin, Nachheule. Ja, ich sehe Finus nicht. Ich bin hier drüben auf der anderen Seite des Sees. Ich fliege gerade in Richtung 316.
so ja, an der Sitzung teilnehmen. Alles eingestellt soweit. Also es müsste eigentlich, von der Sache her müsste ich in der Luft sein und irgendwo in der Nähe von dir. Aber ich denke mal, das wird mir gleich mein Flight zum Commander bestätigen oder auch nicht bestätigen, wo ich mich befinde bei dir. Ich hoffe, der hat mich nicht unbedingt so weit entfernt von euch gesetzt. Weil da muss ich mit Volldampf euch hinterher schrubben. Da sieht wieder nach ganz viel Treibstoffvergeudung aus. Safinus, wo bist du jetzt? Ich bin 314. So nach Eule, du wirst lachen, ich bin direkt hinter dir. Ah ja, da sehe ich was. Schau an. Ich sehe sogar Hochhäuser, nee, Silos. Ich habe nämlich erst meine Grafik ein wenig erhöht. Ja, ich bin jetzt genau hinter dir, nach Eule. Bist du das nach Eule? Ja. Ich bin genau hinter dir. Na, jetzt sieht doch die Grafik. Ach, scheiße, jetzt habe ich wieder keinen Regen. Ich habe blauen Himmel über mir, aber das ist mir jetzt auch egal. Aber ich muss zugeben, meine Grafik sieht jetzt doch um Welten anders aus. So, nach Eule macht jetzt hier ordentliche Schlenkerflüge hoch und runter. Ja, das. Oder täuscht das? So, mach mal gucken. Wie heißt der Flughafen, wo wir dann? Lanet, glaube ich. Ja. Also ich muss sagen, wir liegen eigentlich relativ gut auf Kurs. Ja, aber meine Frames gehen jetzt auch langsam in den Keller. Das ist schon irgendwie ziemlich mysteriös, was hier abgeht. Also ich habe jetzt noch 27, ja. Ich habe noch 4, 5, 6. So nach Eule. Was, huhu? Muss schon sagen. Einmal nach rechts schauen. Sehe ich nix. Schräg über dir, warte, ich komme runter. So, jetzt müssen wir sehen. Ich habe zumindest deine Schrift gesehen. Ich bin erst ein klein wenig unter dir. Ich komme ein Stück rübergefahren. Rübergeflogen. Ah, also ich sehe nur deine Schrift so ein bisschen. Also zumindest sehe ich dich. Ich sehe Finus. Warte mal, ich muss mal gucken, ob ich Finus entdecken kann. Da ist er, da ist ja egal. Genau. Ich bin da. Habe jetzt so recht schlechte Temperaturen, sehe ich gerade. Aber ich vermisse den Finus. Wo steckt der denn eigentlich? Hier, ich bin schon vorausgeflogen. Ich fliege immer voraus. Ah doch, ich sehe da irgendwo am Himmel einen schwarzen Punkt, aber keine Beschriftung. Eigenartigerweise. So, nach Eule ist wo? Wo ist denn der? Ist der Flughafen auch wieder in der Nähe eines Sees? Huch, Ping, Pong. Mein Wetter ist ja aktualisiert. Niemand nimmt. Ich glaube, das war eine Wiesenpiste, wenn ich das richtig gesehen hatte. Na, es ist dieselbe, es ist genauso eine wie jetzt in Naivasha. So, Nacheule müsste eigentlich laut Radar ein Stück weit hinter mir sein. Kann das sein? Hinter dir? Nee. Ja, irgendwie eure Karte, Grafik. Ja, doch, stimmt. Und aber auch nicht viel, nur ein Stück weit hinter mir. 0,3 Meilen. Seitlich? Direkt hinter mir? Ach, da hinten, seitlich ist er. Okay. So, ich werde jetzt mal in den Sinkflug gehen. Und werde mal ein bisschen hier die Landschaft zeigen. Ich lasse meine Maschine das einfach machen, weißt du? Ich fasse jetzt einfach gar nichts mehr an, die soll so machen, wie sie will. Die wackelt hier und schaukelt und hast du nicht gesehen? Das ist mir jetzt mal wurscht. So. Aber bitte bedenke nach Eule nicht zu tief, weil wir müssen da hinten irgendwie über die Bergkette, glaube ich, rüber. Mich das nicht alles täuscht. Nee, da ist sie direkt vorbei. Kurz davor, ja? Ich glaub, vor der Bergkette. Ich glaube schon, ja. Oder sieht so relativ dicht aus, deswegen staune ich. So, mal einen kritischen Blick nach links werfen. Da unten ist die gute Nacheule. Ja, nachdem ich jetzt das rausgenommen habe, sieht das alles ein bisschen besser aus. Finus ist wo? Ne, das ist das Dreck am. Ne, das ist ein Krümel gewesen. Ey, wo ist denn Finus denn? Ich sehe den gar nicht mehr. Ich sehe nicht mal seine Beschriftung. Ich bin verloren, ich sehe es schon kommen. Ja, flieg mal ein bisschen langsamer, dass wir vielleicht mal ein paar Meter aufschließen können. Ich fliege schon 310. Entweder langsamer oder tiefer. Oh, ich sehe irgendwie einen Flughafen. Ist das ein Flughafen mit ordentlich Abstand? Nee, hab ich ja schon gesagt. Nee, du bist noch lange nicht am Flughafen, na, Finus. Also wenn ich das so sehe, hast du noch nicht mal die Hälfte der Strecke geschafft. Na toll. So, ich werde glaube ich ein wenig höher ziehen. Ich bin hier ein bisschen zu tief. Sonst mache ich gleich Bekanntschaft mit so einem komischen Futtersilo. Wäre, glaube ich, nicht so angenehm. Ja, müssen wir wirklich mit den Bergen? Ich glaube das nicht. Oh, ich habe gerade eine Framerate von 4,4. Ich bin gerade ganz mörderisch abgesackt mit der Frame.
Ah, ich glaube, weil er jetzt irgendwas lädt wahrscheinlich. Jetzt bin ich wieder bei 20. Ich habe ja auch ganz wenig Frames, das ist ziemlich mysteriös. Ich bin unter. Aber ich muss sagen, aber wenn ich mir die Szenerie angucke, ist sie wahnsinnig aufwendig hier. Höhenmesser falsch eingestellt. Boah, ich habe gerade 6,8. Ey, hallo? Die bricht mir hier gerade voll ein. Ey, ist ja beeindruckend. Banksiegend. Sicher, dass wir richtig fliegen, Egon, ja? Ja, fliegen wir. Wenn du mir den richtigen Code genannt hast, sind wir eigentlich richtig. AKNK, oder? Also, Finus fliegt genau optimal auf Kurs, möchte ich behaupten. Ja, ich lasse meine Maschine einfach machen. Ich fasse hier nichts an, die macht das schon irgendwie. Die macht das schon, die weiß. Oh! Was ist? Ey, was springt denn meine Grafik jetzt hier so wahnsinnig? So, jetzt habe ich wieder 20. Ey, es geht ja mal gerade gar nicht. Ich möchte meinen, jetzt ist es. Strömungsabriss, es ist vorbei. Ich hab Strömungsabriss. Ey, ich krieg die Kiste nicht mehr hoch. Ich werd knapp. Ihr seht, es macht einen Heigenspaß. Ah, nee, ey. Ich krieg ein Kind. Ja, so, mach nichts an deiner Maschine. Einfach so wie ich. Lass sie einfach machen. Ich fass nichts an. Ich guck mich mit der Maus um. Die ist perfekt in der Geschwindigkeit. Die Trimmung klappt irgendwie hin und her. Ich bleib trotzdem auf Höhe. Die fliegt richtig. Also. Ey, ich glaub das jetzt gerade nicht. Musst du wieder starten von vorne? Nein. Ich starte bei dir am Horst irgendwo. Am Horst. Zumindest hoffe ich, dass ich bei dir wieder bin. Ja, ich bin in der Luft, also so wie der Motor brüllt, bin ich in der Luft und ja, ich bin wieder direkt neben dir. Ey, ist ja mau. Ich wollte eigentlich bloß ein Stück weit höher kommen, weil ich zu tief war. Und dann hat er mich ja, ich bin direkt unter dir, über dir, nach Heule. Ja, ich sehe dich. Mein rechtes Fahrwerk hat gerade ein wenig gestreikt, der wollte nicht ganz einfahren. Aber ich sehe jetzt auch den Finus mit 6,7 Meilen vor mir. So, ich glaube, die Höhe sollte sein. Ich versuche jetzt mal die Scheiße jetzt. HKNAK oder wie? Wie heißt HKNK. Den sehe ich den jetzt. Ich bin nicht sicher. So, komme ich jetzt hier über die Hügel gewesen rüber? Ja, ich bezweifle es auch. Obwohl, ich bin 7900 Fuß hoch. Ich müsste eigentlich rüberkommen. Ich da sehe, Finus ist gerade mal 7700 hoch. Ich fasse jetzt hier nichts mehr an. Ich folge jetzt nur noch Finus ganz vorsichtig. Geschwindigkeit lasse ich 100. Ich kann Maschine machen. Ich, außer ein bisschen die Richtung manchmal korrigieren. Also jetzt gerade mache ich nichts. Der hält die Geschwindigkeit, er hält die Höhe, er hält super alles. Es ist wunderbar. Problem aber, wenn ich einen Strömungsabriss jetzt demnächst kriege. Blitz. Du, Fino, Nacheule. Nur angucken, nicht anfassen. Ja, es ist sich gerade ganz schön, wenn mich gerade so ein schöner Berg anguckt und mir guten Tag sagen will. Ja, Alter. ich hab auch versucht, den Berg auszuweichen, Alter. Und dann hat's mich entsorgt. Aber es sieht gut aus. Was hechelst du denn da? Du hast doch vor dir gar nichts. Doch, bei mir, also genau ist ein Millimeter unter mir ein Blitz eingeschlagen oder über mir. Auf jeden Fall, ja, vielleicht doch durch mir, ich weiß es nicht. Danach ist links neben mir einer eingeschlagen, direkt neben mir. Also ich bin hier unter Blitzempfang, ey. Ich hab hier. Mal eine andere Sache, ich mache mir gerade Sorgen um Nachhöhle. Wo ist denn der? Ah ja, der ist da oben, okay. Nee, weil mir macht gerade zu schaffen, ich habe wieder schönstes Wetter, das beruhigt mich aber in dem Augenblick ein wenig. Jetzt sehe ich den Finus auch wieder. So, und wir kommen jetzt in ein großes, tiefes Tal mit zwei Bergen und einer tiefen Eisenbahn, also, oder wie war das? Ja, eine Insel mit zwei Bergen, genau. Genau, wir haben zumindest jetzt erstmal unsere Hochebene verlassen. Beruhigt mich, so, also Finus ist jetzt nicht mehr allzu weit entfernt vom Ziel. Nee, ich sehe schon, ich habe schon auf dem Radar. Ich guck mal, aber da gibt es hier zufälligerweise ein Lineal? Nee, gibt's nicht. Meine Frames sacken gerade ab. Das wird wahrscheinlich keine einfache Landung mit diesen Frames. Ich weiß auch nicht, wieso die jetzt auch mal weg sind, ey. Du drehst aber wieder ein paar Runden, Finus, ja? Ich warte natürlich auf dich. Also, du wirst lachen. Ich habe jetzt auch bloß eine Framerate von 4,5 teilweise. Ja, das ist ja noch der beste. Alter, Mann, was ist das denn? Ich muss dazu sagen, ich habe meine Grafik auf alles Maximum gedreht. Also, alles ist Ultra bei mir. Weil ich nicht genau wusste, ob ich die Bäume sehe, aber ich glaube, ich kann die Grafik wieder ein wenig runterschrauben. Das ist mir zu hoch. Ich habe ja vorhin immer mal so um die 30 gehabt. Also ist schon erstaunlich. Wir müssen Richtung Finus, ja?
Ja, wir folgen Finus. Also Finus müsste genau auf den Flugplatz zufliegen. Also bei mir sieht es relativ gut aus. Du fliegst gerade weiter weg nach Eule. Ja, ich drehe jetzt auch wieder. Genau, du müsstest noch ein Stück weit nach links nach rechts reindrehen. Ja. Und ich versuche mich erst hinter Finus zu hängen und muss dann nochmal ein Stück weit nach links eindrehen. Aber kurstechnisch sieht es eigentlich ganz gut aus bei dir. So, wir haben leichten Gegenwind aus 1 Uhr. Aus 3 Uhr mit ungefähr 9 Knoten. Ich bin mitten im Gewitter, ne? Also. Na, ich Armleuchte habe natürlich wieder nicht das Wetter genommen, was mir Rex anbietet. Ich muss das unbedingt lernen. Das ist zum Beispiel bei Active Sky interessanter oder besser. Der aktualisiert das Wetter, egal wo du bist. Und ich habe, wie gesagt, jetzt auch keinen Regen, nichts gehabt. Also. Wieso macht er bei mir auch? Ich muss ja nichts anwählen. Der aktualisiert das, wo ich bin. Ja, das macht er ja hier nicht. Wie gesagt, ich habe blauen Himmel. Ich habe, wenn ich ringsum gucke. Was Egon meint, ist, dass er nicht über Active Sky in FSX starten muss. Sondern dass sich Active Sky an FSX anpasst, oder? Ja, ich kann beides machen. Aber wie gesagt, ich fliege jetzt gerade im absoluten traumhaften Sonnenschein, ein bisschen dunstig. Hinter den Bergen oder über den Bergen hängen ein paar kleine Wölkchen, aber ansonsten, und hinter uns ist eine dicke Wolkendecke, aber ansonsten sehe ich nicht eine einzige Wolke vor mir. Also. Und wo ich jetzt so mit den Einstellungen, so wie ihr das gesagt habt, von gestartet habe, da habe ich dann auch Gewitter vor mir gehabt. Ja, das Problem war, dass du jetzt wieder abgestürzt bist und den FSX einfach bloß die Einstellung geändert hast und wieder rein bist. Du musst den FSX zumachen, wieder über rechts starten. Nee, ich hab ihn zugemacht, aber ich habe wahrscheinlich, vergesse ich jedes Mal, das Wetter auf 0 runterzusetzen, sprich die Wettereinstellungen alle zu löschen. Weil der startet ja grundsätzlich neu mit schönem Wetter und nicht mit dem Wetter, was du als letztes angeklickt hast. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Bei Active Sky ist es so, wenn du den Flughafen geändert hast, dann steht da ein benutzerdefiniertes Wetter. Und das heißt, das ist das Wetter, was dir dann Active Sky vorgibt. Ich verstehe das ohne nicht ernst mit den Wetter-Engines. So. Also, Finus, du müsstest jetzt so langsam, aber sicher was sichten. Irgendwie was in der Form sehen. Wenig Frames. Ich sichte wenig Frames. Ich weiß auch nicht. Eben gerade die Super Frames und jetzt hat mir irgendwer die Frames geklaut. Ich weiß auch nicht, wie schnell fliegt denn hier? Ich flieg gerade 100, 110. Finus fliegt exakt 112, ich 147, du 132. Nee, ich flieg 110. Und wir blinken nach Eule. Also du kommst 110, mir wieder verdächtig. 109. Du kommst mir wieder verdächtig auf der Pelle. Ja, du fliegst bei mir rot. Orange schon. Ich? Das heißt, du befindest dich auf Kollisionskurs mit mir. Ach, nee, 100, ich fliege 104 Knoten, Entschuldigung. Nee, 140. Geht doch ja, nee. Also ich fliege laut meinem Tacho 120. So. Oh, ich irgendwas sehe, ja. Ja, langsam müsstest du den Flugplatz sehen können. Du müsstest ungefähr 10 bis 20 Meilen entfernt sein, Maximum. Ja, liebe Freunde. Feldweg. Ihr seht, also volle Konzentration ist gefragt, gerade bei solchem Wetter. Der eine hat schlechtes Wetter, der andere hat Traumwetter. Es ist beeindruckend. Ich mag mehr schlechtes Wetter. Nee, naja, meine Frames mögen schlechtes Wetter nicht. Also gut Regen nicht. Wo hängt, bei welcher Rate hängst du gerade? 8. Na, ich bin jetzt gerade bei 12, also es ist auch nicht überwältigend. Gut, ich habe auch wirklich alles auf Ultra hoch. Ich glaube, ich muss das wieder. 12, dann lässt sich ja wenigstens schon mal fliegen. Mit 5 oder 6. So, oh. Mein Wetter ist ja aktualisiert. Ich habe hier eine dicke Wolkenfront vor mir. Und über mir. Ich habe zwar keinen Regen und kein Gewitter, aber ich habe erstmal eine dicke Wolkenfront vor mir. So, ich habe jetzt wieder starke Turbulenzen. Also Regen gibt es auch nicht bei mir. Doch, leichter Rieselregen. Ja, so, ich gucke mir das mal gerade von draußen an, wie es hier aussieht. Ich muss wahrscheinlich auch meine Frames runterziehen, wenn der Regen hier. Ja. Wahrscheinlich, ja. So, ich sehe da, wir kommen, kann das sein, Finus, dass du dich über so einer kleinen Siedlung befindest mit sämtlichen Silos? Naja, mit Silos, mit kleinen irgendwas. Genau, weil das sehe ich so in der Entfernung ein bisschen. Und irgendwo dass ich die Landebahn schon sehe. Ja, ich sehe auch die Landebahn, ja. Hey, wie weit seid ihr denn vor mir? Warte, kann ich dir genau sagen. Finus ist 6,7 Meilen vor mir, aber dich sehe ich nicht. 5,3 vor mir und du bist. Ich bin über dir. Und zwar auf 1 Uhr ungefähr.
Du bist entfernt von mir 1,4 Meilen auf 7300 und ich bin auf. Weiß der Deibel was? Auf 8000, knapp 8000. Oh, ich sollte Gas geben. Ich habe nur eine Geschwindigkeit von 60 Meilen. 60 Knoten. Ich bin jetzt direkt gleich über der Landebahn. Also, es ist so eine Schotterpiste. Genau. Ja, so wie in der Warschau. Naja, es ist nicht richtig Rasen, es ist wirklich so Schotter. So, Nacheule schrubbt jetzt an mir gleich vorbei, oberhalb. Und ich habe nur noch 6 Frames. Okay. Ach, da setze ich deine Schrift auch wieder. Na, ich bin eine Ecke weiter höher gewesen durch die Berge. Aber du bist ja zwischenzeitlich dann nochmal runtergegangen, ne? Naja, doch ein bisschen. Aber. Ein bisschen. Ich mal ein bisschen Ausschau nach Tieren halten, ja, ne? Das wäre sehr sinnvoll, oder nach irgendwelchen sonderbaren Dingen, ja. Vielleicht findest du ja einen UFO-Einschlag. Ich sehe Häuser, da wohnt Mrs. Smith. So, also Finus, du müsstest jetzt genau... Ja, ich bin jetzt über der Landebahn. Genau, wollte gerade sagen. Kommst du nicht ein bisschen vom Kurs ab, Eber? Nee, ich fliege parallel zum Kurs. Oh, da ist ein Häuschen, da ist ein kleines Häuschen am Flugplatz. So, ich drehe mal ein Stück bei. Da ich auf deinen Kurs wiederkomme. Guck mal, hier ist sogar ein bisschen Stadt. Hier ist sogar ein klein wenig Stadt, so Einkaufszentrum, ein paar Blöcke. Hey, soll das heißen, wir können heute Abend noch mit dem Pub was essen gehen? Mhm. Wir müssen uns nicht von den Schlangen aus der Prärie ernähren. Nee, hier, das ist schon ordentlich Zivilisation. Hier sind so kleine Dörfchen. Oh, das, da vorne ist ein Dorf so mit Einkaufsstädtchen. Das ist sehr schön gemacht hier. Das schön, wenn der Kaufland sieht, sag mal Bescheid. Es gibt da was im Angebot die Woche. Bescheid. Nee. Nee, ja, hier sind wirklich so Häuschen. Ich denke mal, dass das Einkaufshallen sind. Das sieht so aus. Das ist schon eine richtige Zivilisation hier. Wenn ich denke, ja, was sind das für gleich Vollidioten, die hier lang fliegen? Die kaputten kommen. Ich habe trotzdem Turbulenzen und scheiß Frames. Das ändert nichts an. Nee, Frames sind bei mir momentan auch nicht. Doch 14 habe ich jetzt, aber trotzdem das. Scheiße. Ich sehe dich gar nicht mehr. Klebst du in der Wolkendecke drin? Nee. So, ich werde jetzt auch mal nach links schwenken. Hab inzwischen auch wieder ein Autopilot rausgenommen. So, jetzt müsste ich. Autopilot fliegst du, um mir verbieten, Autopilot zu nutzen. Ah ja. Ja, Entschuldigung, nee, aber ich dachte, dass du den voll nutzen willst mit Höhe halten und sowas alle. Ich nutze nur, um Steuerkurs zu halten. Also ich lasse mein Flugzeug so machen, ich fasse einfach nichts an, und du benutzt auch nicht an und der macht halt für mich alles super. Das ist super Flugzeug Finus. Nee, das darfst du noch nicht spoilern. Das darfst du noch nicht spoilern. Finus! Das darfst du noch nicht spoilern. Egon. Ach Gott, das ist die Landebahn da aus. Jetzt musst du so ein Piep reinmachen. Wo siehst du da am Flughafen Häuschen? Ich sehe da bloß ein Zelt oder so eine Buschhütte. Ja, das ist eine Buschhütte. Ich nenne es mal Haus. Sowas nenne ich hier Haus. Also ein Haus sehe ich da. Ach nee, da ist der Flugplatz. Da sehe ich doch so einen rot-weißen Suppentopf rumstehen. Das würde ich doch beinahe als Flugplatz bezeichnen. Oder ist das Industriegelände? So, ich weiß ja nicht, wo ihr seid, aber ich lande jetzt gleich. Okay, echt? Dann dreh ich schon mal ein. Mal gucken. Nacheule landet? Ach doch, da sehe ich auch, so ein kleiner Hangar ist das, ne? Kinos? Ne, das ist ein kleines Häuschen, wo man sich so reinstellen kann, so eine Buschhütte halt. Jetzt muss ich aber immer an die Außen zu heute. Ach, da ist er, okay. Oh, und ich sehe hier eine Kaserne. Eine Kaserne, ein Wassertank. Was haben wir denn hier noch? Nacheule, dann lande mal schön, ich guck hier, ne? Q3A-Bauten, auch nicht schlecht. Wie lange brauchst du zum Landen? Bis er unten ist. Nein, wann er da ist. Ja, gleich. Also ich drehe jetzt eine Runde und dann lande ich. Also warte mal, ich rufe mal kurz meine Karte ein bisschen genauer auf. Also wenn ich das richtig deute, fliegt Finus, fliegt Nacheule gerade parallel an der Landebahn vorbei. Also irgendwie... Richtig. Ich glaube, er guckt vorher, wie sie aussieht, die Piste. Kann das sein? Ich kann sie nicht gleich landen, dann hätte ich jetzt einen perfekten Anflug. Ich habe die Landebahn, ich hab die Landebahn auf GPS gesehen und die war schon ziemlich nah. Finus, du landest genau von der anderen Seite, nicht so wie du gekommen bist. Nacheule wird ja sicherlich einmal einen Gegenanflug einleiten und dann landen, richtig? Richtig. Ja, ist das jetzt schlimm?
Und daran schlimm ist, du bist derjenige, der Pilot werden will und erklärst uns was hier von wegen Flugregeln und du, auch wenn wir im Busch sind. Wir wollen aber irgendwie alle heil unsere Tour weiterführen und nicht draufgehen. Wieso? Ich warte doch. Das ist doch alles kein Problem. Hat doch damit nichts zu tun. Ich weiß jetzt ehrlich nicht, was du meinst. Der Häuptling gibt vor, wie gelandet wird und so landen wir. Wenn der Häuptling Richtung Süden landet, landen wir Richtung Süden und nicht Richtung Westen. So. Ich lande doch auch Richtung Süden. Mann, der war sinnbildlich gemeint. Ja, also lande ich jetzt Richtung Süden, okay. So. Oh, ich habe einen Blitz gesehen oben. Ich wow. bin jetzt kurz vor zum Erstaunen. Sehr schön, dann dreh ich mal ein. Aber weißt du, was ich nicht ganz verstehe? Laut meiner Karte landest du ungefähr 15 Meilen neben dem Flughafen. Im Original heißt es, also der Flughafen ist eine ganze Ecke weiter, warte mal, von dir aus rechts gesehen entfernt. Nee. Ich fliege im Prinzip genau über dem Originalflughafen, wenn man es so nimmt. Also ich sehe dich von oben, das sieht recht gut aus. So im ersten Dritten, in der Hälfte ungefähr setzt du auf. Ja, sehr spät. Boah, und wie ich schön aufgeschlagen. Aber er rollt noch. 6200 Fuß ist er runter, okay. Pinus? Ja. Du bist der Erste, der jetzt dann weiter danach runterkommt, oder wie? Wenn du nicht ein bisschen Anflug hast, ich bin ja schon im Sinkflug und echt. Ja, nee, ist okay, weil ich. Landet ihr genauso wie ich, oder? Ja, ich lande von der selben Seite. Weil ich fliege jetzt, wenn Nacheule hochguckt, müsste er mich jetzt genau sehen, wie ich an ihm vorbeifliege. Oh, das kann aber das Schlimme landen werden, ey, mit den Frames. Weil ich gehe. Also meine Frames sind auch gerade mit 14 doch mächtig abgebrochen. Ja, mit 14 kannst du auch noch ordentlich landen. Du, aber entweder liegt das an deiner Verbindung, aber auf jeden Fall ruckt er bei mir auch ganz schön jetzt. Zwar nicht extrem, aber für ein saures Flugbild reicht das nicht mehr. Selbst als wenn von den Frames jetzt. Was ist es? Ja, ich merke schon. Ich werde langsam eingebildet. Ich glaube, ich werde meinen alten Prozessor wieder einbauen und den neuen mit dem Hammer breithauen. Nee, kannst du mir gehen. Der taugt nicht. So, ich sehe. Alter. Ich sehe gerade, du bist abgebogen nach Eule, du fährst ja zum Tower und trinkst erstmal gemütlichen warmen Tee, ne? Jo. Ich glaube, ich muss das Ganze abbrechen. So, ich sehe auch Finus. Boah, was ist das? Oh, Finus, was machst du denn da? Bist du lebensmüde? Das ist extrem. Hilfe! Hilfe! Alter! Finus ist ja voll rollt. Was ist das? Ey, hallo, was machst du denn da? Oh, hoch, runter, hoch, runter. Also, die Kostüme sind bei Dauerstress. Boah, jetzt geht's runter, jetzt geht's runter und. Oh, ist der Wind. Platsch. Patsch. Alter, oh Gott, ich triff. Oh Gott. Also, ich würde sagen, nein, du brauchst eine Totalüberholung. Oh Gott. Ach du Scheiße. Oh Hilf Gott. Mir. Ah, Scheiße. Oh, ja. Ich bin mit 4 Frames gelandet. Ja, das hatte ich vorhin auch. Kein schönes Erlebnis. Ah. So, jetzt mach ich mal einen Drift hier. Sag mal Bescheid, wenn du von der Piste bist, dass ich dann runter kann. Dann. Meine Fresse, war das anstrengend. Alter Schwede. Übel. Boah, ich bin, Alter, das war die schlimmste Landung, die ich wahrscheinlich je in meinem Leben hingelegt habe. Ich glaube, das war auch nicht die letzte. Nicht in Afrika, nein. Nicht bei den Frames, ey, ohne. Das ist bist du weg? Kann ich kommen? Naja, ja, du kannst ja beten, dass das Wetter vielleicht besser wird, ne? Boah, naja, wenigstens das Wetter, damit ich ein bisschen bessere Frames habe. Also, so ist das echt anstrengend. Du, ich glaube, in den nächsten Folgen werden wir immer alle zusammen im Chor singen. Durch den Monsun, gegen den Wind. Wo ist der nächste Baum? Wo ist der nächste Baum? Ich habe keine Lust mehr. Wo kommt denn Egon? So, ich drehe jetzt. Ich muss erstmal gucken. Ich muss euch erstmal suchen, wo ihr seid. Wo kommt denn Egon? Der Egon, der dreht noch. Ich habe so das Gefühl, warte mal. Ja, aber das war wirklich schlimmer. Die Lexer war echt miserabel. So, ich sehe euch beide. Wird ich nicht. Ich weiß. So, ich muss jetzt erstmal gucken. Hast du meinen Aufschlag auch aufgenommen? Na, selbstverständlich. Ja, dann muss ich mir die mal angucken, wenn es so gelandet ist. Ja, das ist ja. Ja, aber es ist nicht so gute Qualität, weil meine Frames halt auch nicht die besten waren. Ja, Alter, das ist auch extrem, ohne Witz. Ey, weißt du, mit 4 Frames zu landen, das ist. Ja, ich weiß, ich hab das gemacht, Chinos. Wie hoch und. Ey, ich hab versucht, die Maschine zu trimmen und die immer so. Wum, 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 wie so ein Flummi.
Also ich habe das bloß von oben gesehen, ich bin ja genau auf deiner Höhe gewesen, ich habe bloß mal gesehen, das ging wie Achterbahn, hoch, runter, ja, wie so ein Flummi. Das war extrem. So, ich komme mal zu dir nach Eule. So, ich hoffe, ich komme halbwegs richtig rein, ich sehe mich gar nicht, ich sehe bloß eure Schrift, ich orientiere mich gerade so ein bisschen im Blindflug nach eurer Schrift und irgendeinem grauen Strich. Da ist er eh gar nicht sehen. Also ich sehe ein erst schwarzes Viereck. Immerhin, ich bin schon da. Du musst aber noch ein Stück runter, Egon, ne? Ich bin hier gerade mit 10 Frames am Rumeiern. Da ist der Egon, jetzt sehe ich dich auch als Licht. So, jetzt bist du ungefähr in Ordnung. Jetzt noch runter. So, jetzt hau ich das. Also das Fahrwerk werde ich noch ausfahren. Ja, noch nicht, aber gar. Ja doch, kann nicht schaden. Der Fahrwerk bremst noch ein bisschen mit mir noch zu schnell. Stimmt allerdings. So, ich müsste auf, eigentlich... Ich bremse auch. Na toll, dann klemmt mir den Finger ein, oder was? So, ich komme jetzt gerade mit 6 Frames runter, also Mutter Maria im Himmel, irgendwie die Bäume kommen verdammt dicht. Ja, das war bei mir auch so flummifahren. So, da ist der Egon. Ach, so, ich nehme meine Schuhe. Sind die Klappen komplett runter? Ja. Alter, wie schnell bist du denn? Alter! Zu schnell! Aufschlag. Oh, jetzt habe ich super Frames. Und jetzt? Na, da ist er ein bisschen hoch. Boah. Rums. Aber irgendwie will die nicht langsamer werden. Was wird denn? Gut, dann kommt der Spezialtrick 17. Einmal driften. Und optimal. So, jetzt aber noch konnte Egon hier einmal an uns vorbeirauschen und auch einmal driften und zum Stehen kommen. Mal gucken, wie das hinkriegen. Entweder kippe ich um wie viel. Was? Beim letzten Flug hat der Finus sich da auch elegant auf die Seite gesetzt, auf einem Reifen versucht. Fast. Mal gucken, ob ich hier in die Kurve reingedriftet komme. Alle, hopp. Das sieht aus. Ach du Scheiße. Egon versinkt bei mir im Boden und jetzt rast auf uns zu. Ja, bei mir auch. Oh. Das bin ich. Marsarbeit. Ja, wirklich. Falsch rum, aber in Ordnung. Warte, ich stelle bloß noch richtig rum hin. Ich sag mal, unsere Maschinen sind so schon so zurechtgeschunden. Ich glaube, das fällt gar nicht mehr auf, wenn die jetzt hier noch. Kennt ihr die Serie Top Gear? Nee. Das sind sag mal, eine blöde Frage, aber ist das im Mietvertrag eigentlich drin? Irreparable Schäden, die wir hinterlassen? Das weiß ich nicht. Weil ich habe nicht so viel Geld dabei. Also, denn die, glaube ich. Das sind so 3 Leute, 3 Männer. Die kriegen Geld. Dafür kaufen sie sich ein Auto und müssen durch die schlimmsten Gegenden, was weiß ich, dann pimpen ihre Autos, damit sie durch die Wüste fahren können. Zum Schluss sind die Autos so nur ein Stück Metall mit Motor und Reifen oder sowas. Und ich glaube, wenn wir fertig sind, sehen unsere Kisten nicht anders aus. Genau, so. Am besten nennen wir die Serie nicht Buschfliegerei, sondern Top Gear. Oder Top. So, Freunde, das war auf jeden Fall der zweite Flug und ich hoffe, dass ihr wenigstens ein bisschen Spaß hattet, auch wenn die Frames halt nicht die besten sind, aber ich denke mal, ihr habt trotzdem einen schönen Einblick bekommen. Und es geht natürlich munter weiter, wir haben noch jede Menge vor uns. Und dann schauen wir mal, wie sich das Ganze hier entwickelt. Ich glaube, ich werde das ganze Video vorspielen. Mich interessiert am Ende eigentlich bloß meine Bruchlandung. Oh, das sah eigentlich aus, ey. Die erste Landung, ein mega Springer hingelegt, jetzt auch schon wieder so hart aufgeditscht. Also ich bin mal gespannt, wie das aus Nachöles Aussicht ansieht. Ja, schauen wir mal. Gut. Und vor allem, wie der Finus gelandet ist. Dann irgendwann müssen wir es mal machen. Die letzte Landung werden wir Nachöle filmen. Da suchen wir ihm eine Piste aus, die so Lugler-Stil hat, und dann werden wir mal gucken, wie er runterkommt. Dann wünsche ich euch natürlich noch viel Spaß und genau. Ja, der Kommentarbereich wartet auf euer Feedback. Also haut in die Tasten. Genau. Und dann sehen wir uns auch schon demnächst wieder. Bis dann, macht's gut und auf Wiedersehen. Ciao. Tschüss und bye bye.